Herzlich willkommen bei Leons Taubenzucht. Da der Herbst angefangen hat, beginnen wir das erste Herbstvideo. Ja, davor gab es schon eins, hier in der Infocard übrigens. Und jetzt noch eins, aber so richtig. Deswegen geht's auch schon los mit dem Video. Du schwebst über Straßen, die leer und kalt, und fliegst in die Ferne, wo Frieden lang. So, da sind wir wieder und zurück zu den Tauben. Vor 5 Tagen habe ich die Tauben auch rausgelassen und vor 2 Tagen auch nochmal, gestern nicht, aber diesmal wieder schon. Und wir haben heute eine Innentemperatur von 20,2 Grad. Das ist noch recht angenehm warm für die Tauben im Herbst oder allgemein für uns, also für mich. Und wir haben 8.46 Uhr jetzt, dann 29.09. Wir haben jetzt hier die Tauben. Wir lassen sie jetzt raus. Bevor wir sie rauslassen, gucken wir uns noch gleich nochmal den Tinax an, wie er gemausert hat, ob er schon durch ist oder nicht. Deswegen geht es auch schon zum Tinax. Natürlich haben wir jetzt den Tinax, wie gerade erwähnt. Und zwar haben wir ihn hier. Allgemein hat er nur am Kopf gemausert, hier am Hals vor allem. Das brauche ich ja eigentlich gar nicht so viel erklären, aber ich zeige es einfach mal hier. Weiß nicht, ob man es richtig sieht, weil ich habe ein bisschen mehr Belichtung an. Ja, man sieht, er ist wieder ganz schön. So, an den Flügeln hat er nicht so wirklich die Federn abfallen lassen. Vielleicht nur 2, ich weiß jetzt nicht, nennt man das. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr könnt es mir unten in die Kommentare schreiben, wie man das nennt, wenn hier die Tauben mir die Federn abfallen lassen. Wenn hier das da. Ich muss das noch lernen, deswegen habe ich so früh auch mit dem Kanal angefangen, um gemeinsam zu wachsen. Von Anfänger zu Profi habe ich das so geplant. Vielleicht wird es ja auch etwas, mal sehen. Hier auch nichts Besonderes, man sieht aber auch, der ist ein bisschen hier dreckig, wenn man genau hinguckt. Lassen wir aber den Tinax jetzt wieder in Ruhe. Und jetzt gehen wir einfach mal raus mit dem Tinax. Tinax? 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 Wo ist der Tinax? Da ist der Tinax, genau. Ich lasse uns einfach mal wieder aufs Dach fliegen, mal schauen, wie weit er fliegen kann. Fauler. So, ist er jetzt hochgeflogen? Und man sieht, jetzt lässt er da um und bleibt da auch. Man sieht das jetzt nicht mehr auf der Kamera so richtig, weil die Sonne scheint noch nicht richtig hier drauf. Also ja, hier ist die Sonne zu sehen, aber halt hier noch nicht, weil wir halt Berge haben. Jetzt haben wir die Tauben und wir lassen die jetzt auch aufs Dach liegen. Aber jetzt haben sie zu viele Federn verloren. Ich habe so das Gefühl, die Tauben mausern auch die jungen Tauben. Weil ich habe ja mal erzählt, dass mein Jüngster, also der Kasper, auch mausert. Aber ich habe ja auch mal erzählt, dass mein Kasper auch mausert. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sie es ein bisschen machen. Auch wenn sie es erst nächstes Jahr machen sollten. So ein bisschen tun sie es auch. So, nachdem ich euch nun die Tauben gezeigt habe, kommen wir noch zum Schluss, und zwar die Täuben. Ja, ihr geht auch schon viel, viel besser. Kann ich schon mal sagen. Deswegen gehen wir auch schon zu ihr. So, jetzt haben wir auch die Tauben. Und jetzt läuft sie auch hier. Man sieht, sie kann schon laufen. Es wird schon viel besser. Der Flügel muss noch heilen, aber dann wird es auch wieder besser. Sie ist sehr, sehr dreckig und ich werde sie nachher dann sauber machen und jetzt bringe ich sie wieder zurück. Soweit ihr gesehen habt, hat sich nicht viel getan bei meinen Tauben, außer mit meinen Tauben. Ihr geht es immer mehr besser und ich habe sie auch gerade ein bisschen sauber gemacht, weil sie dreckig war, weil sie im Karton hat sie sich bisher so den Kacke gehabt, Taubenkot, wie man es auch nennen will. Und wir sehen uns auch wieder im nächsten Video und es war bald und tschüss.